damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe von Omas Küche. Wir sind schon in Schale geschmissen, denn wir haben heute einen Gast, der eigentlich vermutlich ganz, ganz wenig Zeit hat, wo es wahrscheinlich immer ein bisschen schnell gehen muss. Und trotzdem hat er sich heute Zeit genommen, mit uns zu kochen. Herzlich willkommen, Oberbürgermeister Burkhard Jung. Schön, dass Sie da sind. Ja, schön. Ich freue mich auch auf diesen Abend, ja. Und nicht nur das Stadtoberhaupt ist bei uns, sondern auch Küchenchef, ne? Also ich stehe heute zwischen zwei großen Persönlichkeiten und Positionen als kleiner Moderator. Christian Müller. Nachbarn ist ja der Chef, oder? Ja. Du bist bei uns, denn du wirst uns verraten, was sich Herr Jung gewünscht hat und wie wir das heute angehen. Ja, Herr Jung hat heute einen Siegerländer Hirtentopf mitgebracht. Was für ein Rezept von seiner Oma. Und da bin ich ganz gespannt drauf. Ein toller Eintopf, ein fantastisches Gericht. Und dann versuchen wir uns noch an einem Pudding. Mhm. Ja. Herr Jung, wie kommt es zu dieser Variation an Siegerländer Hirtentopf? Viele wissen ja vielleicht, Sie kommen aus Siegen, sind dort geboren, da wahrscheinlich auch das Rezept von Ihrer Oma her. Aber Vanillepudding, sind Sie so ein ja, Süßer? Ja. Ich esse gerne süß, ja, das stimmt so. Und ab und zu Naschen und eine Schokolade und so. Ich habe auch immer so ein Bonbon dabei. Also kurzum, ja, so einen kleinen Zuckerschub. Ne? Ich weiß, es ist nicht gesund. Ich weiß, nein, nicht machen und so. Aber der Hirtentopf ist einfach ein wunderbarer Eintopf. Ich mag Eintöpfe sehr gerne, Gemüseeintopf, Erbsen, Linsen. Aber eben auch so ein Gulasch. Dazu kommen wir gleich, wenn ich schon die ganzen Zwiebeln und die Kartoffeln sehe. Liebe Zuschauer, Sie werden es kennen, Sie haben mir schon häufiger zugeguckt, dann wissen Sie, dass ich sehr viel Arbeit heute wieder haben werde beim Schnibbeln. Ich habe hier dieses Mikrofon heute einfach mal mitgebracht, um nur eine Hand. Nein, Spaß beiseite. Herr Jung, eine Sache haben wir noch. In der Küche wird sich geduzt. Ja. Ist das für Sie okay? Ist in Ordnung, ja. Wunderbar. Burkhard, hallo. Burkhard, grüß dich. Christian, Burkhard, hallo. Christian, ja. Grüß dich. Moment, grüß dich. Dann würde ich vorschlagen, es sieht so aus, als wenn wir mit den Zwiebeln und den Kartoffeln anfangen, oder? Die zu schnibbeln? Nein, nicht ganz. Wir fangen mit den Zwiebeln und dem Fleisch an. Ja. Weil das wird zuerst angesetzt und die Kartoffeln kommen später dazu. Perfekt. Weil das Fleisch braucht ja ein bisschen, bis das schön anschmort. Und ich mache ja immer erst das Rindfleisch, weil es braucht ein bisschen länger als das Schweinefleisch. Genau. Ja. Okay, wir haben Schwein und Rind, alles klar. Wir haben Schwein und Rind, genau. Darauf gehen wir, glaube ich, gleich nochmal ein. Dann würde ich aber erstmal vorschlagen, packen wir es an und schnibbeln uns erstmal hier die Finger wund, oder? So machen wir das. Das Rindfleisch. Rind, okay. So. Ja, oh, das Fleisch, oh, das ist scharf. Das ist gut. Oh, so ein Messer hätte ich immer gern zu Hause. Wir haben Rindfleisch, das ist eine Semmerrolle, ist ja aus der Keule quasi. Oben das Stück noch aus der Keule, kurz vom Tafelspitz. Und dann haben wir eine Schweineschulter und das. Schön zart, ne? Also ich muss sagen, ganz wenig Fett dran. Ja, Fett ist ja wichtig, auch beim Eintopf und beim Gulasch. Ja, weil ein bisschen Fett muss ja sein. Ein bisschen, ne? Fett muss sein, deswegen auch die Schweineschulter. Sie ist zwar auch noch sehr mager, aber auch ein bisschen Fett noch dran. Man müsste mehr Zeit zum Kochen haben, oder? Das beruhigt. Schön Rotwein dazu trinken. Ja. Was ist denn der passende Wein dazu, ja, Christian? Ja, Gulasch und Rotwein. Ganz klar. Ah, ist ein Rotwein, ist ein passender, ja? Wein, ja. Die Leute fragen sich wahrscheinlich, was ist der Oberbürgermeister eigentlich, wenn er zu Hause ist, wenn er mal Zeit hat? Ich gebe es zu, ich weiß, das passt in Zeiten des Klimaschutzes nicht so ganz gut. Ich bin ein sehr, sehr großer Fleischfan. Ja. Hm. Rinderroulade oder einen schönen Braten oder auch ein Gulasch regulär, also keine Gulaschsuppe. Stilkotelett finde ich großartig. Habe ich, glaube ich, hier schon den nächsten Gast für unser Grillspezial, oder? Im Sommer wieder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nimmst du dir denn auch Zeit, wirklich mit deiner Familie zu kochen? Oder ist es Aufgabenverteilung dahingehend, dass dir deine Frau da zur Seite gehen muss, weil du einfach so viel unterwegs bist? Ich meine, um die Uhrzeit ist der Wettbewerb. Wenn ich ganz ehrlich bin, es klappt manchmal alle zwei Wochen am Wochenende, an einem Sonntag oder so. Aber ich mache es wirklich gerne auch Spaghetti Bolognese mit Papasoße. Nicht? Also meine Kinder sagen Papasoße. Papasoße? Naja, weil ich die mache. Ach so. Aber ansonsten, meistens kocht schon meine Frau, das muss ich. So, mit dem Fleisch, liebe Zuschauer, sind wir schon fertig? Das ging richtig schnell. Jetzt müssen wir die Zwiebeln klein machen, weil mit den Zwiebeln muss das ja angeschmort werden. Ne? Das hat richtig. Der Norm hat er sich gedrückt. Ich weiß, ob er die stinkenden Finger hat. Ja? Zwiebeln verwenden wir relativ häufig. Dürfen wir hier aufs Holz? Zu Hause sage ich ja immer Zwiebeln nicht aufs Holz, nicht wahr? Och, das ist in Ordnung. Ist in Ordnung? Na gut. Wir verwenden relativ häufig Zwiebeln und da stellt sich dann immer die Frage, wie schneidet man Zwiebeln eigentlich richtig? Burkhard, jetzt sind wir mal gespannt. Nein, ich mache kleine Würfel, ich lasse unten den Stumpf dran, damit es nicht auseinanderfällt. Sehr gut. Das unsere ist Sendung schon mal gesehen. Auf jeden Fall.
Vater, was verbindest du denn mit Omas Küche? Warst du häufig bei ihr? Habt ihr gemeinsam gekocht? Was gab es da immer? Es musste einfach sein. Es war eine wunderbare Art, vor allem jahreszeitbezogen zu kochen. Also es gab dann Rotkohl, wenn es Rotkohl auf dem Feld gab. Suppen, viele Suppen. Samstags gab es grundsätzlich Eintopf, weil danach wurde gebadet. Ja. Und sonntags den klassischen Sonntagsbraten, oder? Und vielleicht was ganz Besonderes, bei uns gab es zu Hause dann oftmals so Kartoffelgerichte. Also so mit dem Kartoffelpuffer, klar, kennt jeder. Ja. Berührt dich das so? Nur wenn es da irgendwas Problem wäre, auch Kohl ja Wein, guck mal da. Das ist wahrscheinlich jetzt so die Strafe dafür, dass ich nicht so viele Zwiebeln geschnitten habe. Ja, jetzt kriege ich das ganze Wein nicht, oder? Hä? Ja. Nee, aber auch eine sehr rührende Story, deswegen kommen mir wahrscheinlich da gerade mit. Naja, zum Beispiel, es gibt Kartoffelbrot in Siegen. Das ist was ganz Feines. Aus rohen Kartoffeln ein Kartoffelbrot. Das ist der sogenannte Riebekuchen. Ein bisschen Brot werden wir dazu auch reichen, oder Christian? Das ist richtig, ja. Schönes Weißbrot hierzu. Genau, wir haben ein schönes Graubrot und ein schönes Weißbrot dazu. Weil der eine mag es ja eher mit Graubrot, ist ein bisschen herzhafter, der andere mag es ja eher mit Weißbrot und wir haben beides heute. Ich habe mir das auch im Vorfeld angeguckt, so von den Bildern. Ich musste, das hat nichts damit zu tun, aber so in erster Linie, weil ich das gerne esse, so an Chili con Carne denken, ist ja auch eine Art Eintopf. Ich mache halt selber so einen Eintopf nicht. Die jungen Leute, die essen gerne mal Chili con Carne, weil das ist vielleicht noch das Einzige, was sie selber machen können. An Eintopf, oder? Eigentlich ist Eintopf ja nicht schwierig, ne? Ja, Eintopf ist ja eigentlich Kühlschrank auf. Alles rausholen und im Endeffekt ist es ja nichts anderes. Früher haben wir Reste essen gesagt. Ja. Meine Mutter hat Reste essen immer als Grund genommen für einen Eintopf. Ist ja im Endeffekt der Eintopf selber. Eintopf selber ist ja im Endeffekt jahrtausendaltes Gericht. Also weil das waren ja so diese Eintopfgerichte. Ja. Ne? Das hat man früher, hat man ja nur alles genommen und rein und dann durchgekocht. Und im Endeffekt ist das eigentlich das einfachste Gericht der Welt, wenn man so möchte. Und deswegen eigentlich kann das auch die Jugend viel öfters kochen. Ja. Wir warten jetzt, dass der Topf schön heiß ist. Ja. Gucken, dass eben der Topf nicht zu klein ist, weil wenn zu viel Fleisch ist, wird das alles kalt, dann zieht sofort das Wasser raus und dann köchelt es direkt, das Wasser vom Fleisch und das Fleischsaft. Und das wollen wir nicht. Deswegen, wir werden jetzt auf zweimal machen. Im Endeffekt erst das Rindfleisch rein, das Fleisch raus. Der kocht selten, dieser Paul. Eigentlich gar nicht. Zuschauer, der heult, weil er zu wenig kocht. Das stimmt gar nicht. Man kann Zwiebeln schneiden, ohne zu weinen, wenn man es richtig macht. Ja, oder guck, man steht dusselig daneben und dann kriegt man alles ab. Das war jetzt das Problem an der Sache vermutlich. So. Ja, Knoblauch ist auch Geschmackssache. Ne? Knoblauch, ich bin persönlich der Meinung, wir machen ihn mit rein. Ist auch so ein klassisches Gulaschgewürz im Endeffekt. Okay. Ne? Knoblauch, Zitrone, Kümmel. Ist eigentlich so ein klassisches Gulaschgewürz. Woran erkennt man, dass das Fett heiß ist? Burkhard? Also jetzt würde ich mal ein Tröpfchen Wasser nehmen. Ah. Ein Tröpfchen. Nein. Nein. Und gucken, ob es geht. Das macht man nicht. Nee. Das könnte gefährlich sein, oder? Nee, weil ein Tröpfchen sofort... Da gibt es sofort... Genau. Ist heiß genug. Deswegen normalerweise entweder mit dem Holzstab einmal schauen und wenn der anfängt wie zu frittieren, dann sieht man, dass das Fett ist. Oder, was wir immer gerne machen, ist, wenn man so gegen das Licht ein bisschen schaut und es gibt diese Wellen... Flimmerzone. Ja, dann weiß man, das Fett ist heiß. Und dann können wir, wenn es qualmt, ist es auch heiß, aber dann ist es auch zu heiß. Zu heiß, dann ist es zu heiß. Wir fangen mit dem Fleisch an. Okay. Erst das Fleisch. Okay. Ich hätte jetzt erst die Zwiebeln. Okay. Ja, wir wollen ja das Fleisch knusprig braten, aber die Zwiebeln nicht verbrennen. Ja. Deswegen fangen wir mit dem Fleisch an. Okay. Und erst dann nur das Rindfleisch. Wir wollen natürlich auch die Gelegenheit nutzen, damit wir dich hier haben, damit du uns so ein paar Einblicke in deine Arbeit gibst. Wenn wir jetzt hier... Öl als Schmiermittel nehmen für unser Fleisch. Was braucht man denn als Oberbürgermeister in der Politik für Schmiermittel, damit alles gut läuft? Überzeugungskraft, man braucht Menschen, die guten Willens sind, man braucht Lösungsorientierung, der an sich denkt und nicht an die Sache denkt, an das Wohl der Stadt, der ist der falsche Partner. Also man muss mit Menschen zusammen agieren, die willens sind, auch wirklich was zu bewegen und sich auch einsichtig zeigen für gute Argumente und nicht ideologisch sind. Also man muss reden, diskutieren, lösungsorientiert diskutieren. Ja. Ich glaube, das ist der Wichtige. Wenn du sagst, es gestaltet sich schwierig... Das war jetzt zu viel, oder? Es ist ein Ding zu viel, genau. Der Topf zu klein, wir machen es raus und machen jetzt quasi mit dem Schwein weiter. Ja. Lass uns wieder heiß werden. Bisschen Öl wieder rein? Genau. Was nimmst du für ein Öl? Das ist normales Pflanzenöl. Also du nimmst nicht Olivenöl? Nein, Olivenöl hat für mich persönlich einfach einen zu extremen Geschmack bei solchen Sachen. Mhm. Weil das kommt dann zu deutlich raus. Das passt. Man kann über Nudeln am Ende immer Olivenöl zum Beispiel mit drüber machen oder Salatsoßen etc. Genau, alles wunderbar, aber so für ein Gulasch brauche ich kein Olivenöl. Hier stellen wir jetzt schon mal einen Topf auf, weil wir müssen ja unsere Bohnen noch nebenbei mitkochen. Mhm.
Burkhard, wenn du sagst, dass Kommunikation für dich das Wichtigste ist, dann lass mich noch mal kurz nachhaken. Und zwar, nach der Kommunalwahl hat sich ja auch im Stadtrat so ein Rechtsruck abgezeichnet. Wie ist es für dich als Oberbürgermeister mit auch diesen Politikern dann halt das Leipziger Bild, von dem du ja überzeugt bist, positiv voranzutreiben? Das ist eine neue Situation. Ich bin selbst noch unsicher. Erstmal der Anteil derer, die sozusagen insgesamt auf den demokratischen Grundlagen stehen, die ich kenne, der ist gleich geblieben. Okay. Aber es hat sich sozusagen verschoben. Rechts von der CDU gibt es eine starke Gruppierung, die AfD, die plötzlich im Stadtrat eine Bedeutung hat. Ich versuche persönlich damit so umzugehen, dass ich sehr differenziere und jeden persönlich auch einordne. Steht er auf dem Boden dessen, was mir wichtig ist, auf Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen unantastbar zu lassen? Oder will er eigentlich dieses Land verändern hin zu einem geschlossenen, hermetisch abgeriegelten Land? Ich würde differenzieren zwischen, wie gesagt, zwischen den Wählerinnen und Wählern und denen, die dann aktiv in der AfD Verantwortung nehmen, und denen wie den Höckes dieser Welt, die ganz klar für mich jenseits dessen sind, was ich unter Demokratie verstehe. Ich finde es interessant, weil als ich vor 2 Jahren nach Leipzig gekommen bin, war Leipzig für mich immer so links, sozial angehaucht in Sachsen, wo man schon so eine gewisse Tendenz gespürt hat. Und auf einmal habe ich das Gefühl, was ist los? Dieser Rechtsruck findet auch in Leipzig Einhalt, was ja aber für mich immer so unerklärlich war, weil Leipzig immer so die weltoffenste Stadt in Sachsen war. Und du, du hast ja da auch die Erfahrung in den letzten Jahren gemacht und auch geprägt. Es gibt diese großen Wellenbewegungen, die Demokratisierung der 60er Jahre, die Umweltbewegung der 70er und 80er Jahre. Es gibt so ein Flashback in Richtung Überschaubarkeit, Heimat und oh, das mache ich jetzt hier. Nein, ein bisschen was machen wir. Wir sind ja da keine Insel, wir sind ja Teil einer globalen Situation, wo Menschen die Sehnsucht nach Überschaubarkeit haben. Unsere Aufgabe ist, ehrlich und unverbraucht und mit klarer Sprache zu erklären, was Sache ist. Wir sind keine Insel und wir sind nicht mehr alleine. Und die Welt ist nämlich dicht zusammengekommen. Und wenn im Mittelmeer Menschen ertrinken, was fürchterlich ist, dann hat das was mit unserer Realität zu tun, dass wir sozusagen Afrika antun. Wenn wir ein Handy benutzen, dann sind da seltene Erden drin, die von Kindern gegebenenfalls in Bergwerken geholt werden. Das alles gehört zusammen. Das müssen wir erklären. Wieso ist ein Trump in den USA an die Macht gekommen? Wieso ist in Italien die Situation? Und wieso sind sogar die Schweden, das liberalste Land der Welt, plötzlich... Ich sehe es genauso. Also ich fand es ganz hochinteressant, auch was die Aussage quasi war mit der AfD. Weil einfach ist, glaube ich, einer der wenigen, die es mal öffentlich aussprechen, man muss auch mit denen kommunizieren und dann differenzieren, weil man kann nicht alle über denselben Kamm scheren im Moment. Genauso wie die Grünen, die Linken, die SPD, die haben alle Punkte, die ein Bürger, wo er sagt, das mag ich nicht, aber jede Partei hat auch wieder Punkte, wo ich sage, ja, das kann ich vertreten. Wenn du dich immer mit denen abgibst, die nach einem bestimmten Geruch haben, dann kann es sein, dass du irgendwann den Geruch annimmst. Also ich rede auch ganz offen mit den Mitgliedern der Stadtratsfraktion, sage ich, Achtung, mit wem du dich umgibst. Also zeigen mir, wer dein Freund ist, und ich zeige, wer du bist. Ja. Ich kann es mir nicht so einfach machen und sagen, ja, ich bin ja ein Guter, ne? Ich bin wertkonservativer, ich habe da nichts. Und ich suche mir von dem immer nur das Gute raus. Dann muss sich diese Partei klar distanzieren von den Hardlinern, die nicht auf dem Grundgesetz stehen. Aber okay, dann sind wir uns ja einig, dass die Wahl im Februar eigentlich eine Persönlichkeitswahl ist, oder? Es geht auch weniger um Parteien, sondern man wählt dort den Bürgermeister, oder wie siehst du das? Ja, ist doch so. Das ist die einzige Wahl. Oberbürgermeister, Bürgermeisterwahlen und Landrätewahlen sind reine Persönlichkeitswahlen. Du hast ja nirgendwo sonst die Möglichkeit, einen Menschen in ein Amt zu wählen. Ansonsten wählst du eine Partei und diese Partei wählt dann einen Amtsträger. Ja. Ne? Also die Bundeskanzlerin wird nicht direkt gewählt, sie wird im Bundestag gewählt. Aber was ist dann an der Wahl so wichtig, dass du als Mensch charismatisch, sympathisch rüberkommst oder schon, dass du auch mit deinen Inhalten überzeugst? Ja klar, du kannst ja nicht trennen, also es geht natürlich um Inhalte. Du stehst ja für eine bestimmte Politik, natürlich stehe ich auch, weil ich Mitglied der Sozialdemokraten bin, für eine soziale Gerechtigkeit. Ich stehe dafür, dass wir versuchen, in dieser Stadt den Ausgleich zu finden, dass Menschen, die keine Chance haben, die ein bisschen im Schatten stehen, mehr ins Licht kommen, dass Kinder aus fernen Familien auch eine Chance haben. Es gibt ja eine bestimmte Haltung, die man mitbringt, für die man steht und die muss man auch vermitteln. Und dann geht es um die Vision und die Ziele und die Pläne. Ich kann heute, egal ob ich grün, schwarz oder rot bin,
kann ich nicht mehr wegsehen. Durch die Klimaveränderung ist unsere Welt aus den Fugen geraten. Ja. Wir müssen dem Rechnung tragen, wir müssen damit umgehen. Wir müssen als Stadt uns den Fragen stellen der Mobilitätswende, des Verkehrs, des Wohnens, was die Menschen unglaublich bewegt, wie teuer wird Wohnen. Ja. Du hast schon so viele verschiedene Farben heute angesprochen, meinst damit natürlich die politische Couleur. Jetzt wollen wir wieder zurück. Jetzt schnippeln wir mal grün, oder? Zur Küche kommen, ne? Jetzt sind wir hier grün, gelb, rot, eigentlich alles vertreten. Ich kann auch mal rot schnippeln. Schwarze Pfeffer jetzt noch. Wir kochen die Bohnen separat ab. Einfach hier können wir den Gargrad einfach steuern. Drin im, weil es gibt natürlich mal dickere Bohnen, mal dünnere Bohnen. Ja. Das heißt, man muss natürlich einen richtigen Moment in einem Eintopfgericht abpassen, wann mache ich alle Zutaten rein, damit es am Ende natürlich alles zusammen gar ist und nicht irgendwas verkocht. Und die Bohnen kochen wir einmal im Ganzen ab, ohne auch die Enden abzumachen. Das hat einfach den Grund, wenn wir die Bohnen anschneiden, verwässert sie innen drin. Deswegen kochen wir sie im Ganzen ab. Und zwar separat, schneiden sie dann und machen sie kurz vor Schluss einfach noch mit runter. Ganz im Gegenteil zu den Kartoffeln, lieber Norman. Ja. Die müssen wir nämlich auch noch schälen und dann schneiden. Wir schnippeln aber vorher noch ein bisschen die Paprika. Ich würde einfach die Paprika halbieren. Und dann kann man, wenn man sie halbiert hat, mit einem kleinen Messer das Innenleben rausschneiden. Ah, okay. Ich würde vorschlagen, wir schnibbeln jetzt das Grün und die Kartoffeln und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht, oder? Bis gleich. Wir machen jetzt die ersten Gewürze hier mit dazu. Es hat sich ein bisschen viel Fleischfond hier schon gebildet. Das ist nicht ganz so schön, aber das wird uns jetzt nicht wehtun. Wir haben Paprika, wir machen edelsüßen Paprika mit rein. Mhm. Einfach, dass es auch ein bisschen süßlicher wird. Ne? Ja. Und trotz Schärfe, davon machen wir ein bisschen was rein. Gemahlener Kümmel, Knoblauch haben wir ja schon mit rein. Dann werden wir noch ein bisschen Zitrone mit reinmachen für den Geschmack. Beziehungsweise wir werden erst ein bisschen Zitrone reinreiben, ein bisschen die Schale reinreiben. Ja. Und am Ende wahrscheinlich noch ein bisschen Zitronensaft. Ja. Um auch ein bisschen Säure und noch mal Frische mit reinzugeben. Bisschen Kümmel dazu. Am Anfang immer ein bisschen weniger lieber, weil nachwürzen kann man immer. Das wäre halt auch ein Problem, ne? In der Küche zu viel Gewürze am Anfang reinmachen. Wir schmoren, das heißt, wir machen einen Deckel drauf. Schmoren ist ja quasi nicht mit Wasser bedeckt oder mit Fond bedeckt, in dem Fall mit dem Fleischsaft, sondern ist nur so dreiviertels bedeckt. Und damit das Fleisch natürlich auch gar wird, oder das obere Fleisch, kommt ein Deckel drauf. Die Bohnen, wenn sie fertig sind, habe ich kaltes Wasser vorbereitet zum Abschrecken im Endeffekt. Hat den Sinn, dass sofort der Garprozess unterbrochen ist und sie nicht weiter werden, beziehungsweise dass die Bohnen natürlich auch grün bleiben. Aber das mit dem Abschrecken habe ich auch lange Zeit immer für so ein Mysterium gehalten. Auch bei Eier, wenn man Eier früh kocht, dass man die erstmal unter kaltes Wasser... Eier ist tatsächlich ein Mysterium. Ja? Man schreckt die Eier ab, damit sie besser zum Schälen sind. Ist ein Irrglauben. Ja. Es hat mit dem Alter der Eier zu tun, ob die gut, sich gut schälen lassen oder nicht. Je frischer, umso weniger kann man sie schälen. Genau. So, jetzt machen wir... Also jetzt, das ist jetzt eine Glaubensfrage. Ich sag immer, Kartoffeln extra kochen und dann später rein, wenn man die Suppe fast fertig hat. Jetzt sagt was sagt der Fachmann? Kann man extra kochen? Muss man nicht extra kochen. Ich bin der Meinung, man kann sie in derselben Zeit mitkochen. Hat den Vorteil, durch die Stärke bindet der Fond schon gleich ein bisschen mit. Mhm. Hat natürlich auch den Nachteil, wenn man Kartoffeln kocht, Salzkartoffeln, oben dieser Stärkefilm, der sich dann rauskocht, hat man natürlich hier mit drin. Das heißt, wenn man es separat kocht, hat man das schon mal... verhindert im Endeffekt schon weg, die Stärke, die sich rauskocht. Ich würde so ein paar Würfelchen schneiden vielleicht. Dann hat man was auf der Gabel oder auf dem Löffel in dem Moment. So ungefähr wie das Fleisch. Ja. Im Prinzip, Burka, ist es wie in der Politik. Du kannst dir am Anfang so viele Gedanken darüber machen. Was am Ende dann dabei rauskommt, merkst du erst dann im Nachgang, oder? Es liegt an den Zutaten. Ah. Und jetzt, lieber Norman. Was denn? Jetzt kommt der Pudding. Jetzt kommt der Pudding. Wow. Jetzt haben wir parallel den Pudding. Sehr gut. Ich esse so gerne Schoko- und Vanillepudding. Genau, und wir machen heute auch Schoko- und Vanillepudding. Und zwar geschichtet oder halbe-halbe? Halbe-halbe würde ich machen. Eigentlich ganz einfach. Pudding sind fast alle Zutaten, hat man eigentlich grundsätzlich fast immer zu Hause. Also jede gut sortierte Küche nächstes Mal ist Milch, Sahne, Zucker, bisschen Stärke, Ei. Wir machen jetzt einfach handelsüblich einfach eine gemahlene Vanille rein. Ist keine frische Vanille. Wir machen eine gemahlene Vanille rein. Super. Was hältst du von den Tütchen? Welche Tütchen? Ja. Vanillezucker. Oder Vanillezucker. Also wenn wir es schon namentlich nennen, ist für mich der beste Vanillepudding. Ja? Ja. Also muss man so sagen. Es gibt andere Pudding. Also er schmeckt mir zumindest am besten. Beziehungsweise auch für manche. Ein großer Freund unserer Stadt. Gibt das auch Haut? Haut ist auch gut. Haut ist gut. Ja. Das ist eine Frage. Ich möchte Haut. Also ich mag es zum Beispiel nicht mit Haut. Doch. Auf jeden Fall. Haut. Da bleiben wir eine Stunde also länger, damit wir die Haut haben. Die wollte immer auf dem Backblech Pudding, damit sie nur Haut. Ja.
Jetzt trennen wir Eier. Wir brauchen nur das Eigelb, um das Ganze ein bisschen zu binden, Farbe zu geben und ein bisschen cremiger zu machen. Also wir machen jetzt so ungefähr anderthalb Liter. Wir haben ja, das müssen wir ganz kurz mal erwähnen. Christian, für die Zuschauer, wir haben heute viel Besuch. Wir kochen hier heute für ein paar Leute mehr. So eine handelsübliche Portion für vier Leute. Was braucht das? Braucht wie viel Milch, wie viel Eier? Also wir kochen jetzt ungefähr so 12 bis 14 Portionen in so einem kleinen Schälchen drin, sage ich jetzt mal. Ja. Na, also das sind dann handelsübliche 8 Portionen in größeren Schälchen. Ja. Da haben wir jetzt... Also für uns beide quasi. Quasi, ne? 900 Milliliter Milch und 600 Milliliter Sahne genommen. Also ungefähr anderthalb Liter Flüssigkeit. Ja. Machen da 6 Eigelb dazu. Ah, okay, so viel. Knapp über 100 Gramm Stärke. Ja. Zucker machen wir nach Geschmack und Vanille machen wir auch nach Geschmack. Mhm. Und Schokolade selbst haben wir hier, die haben wir schon klein geraspelt oder klein geschnitten in dem Moment. Das große Stück ist dann für mich später. Und da haben wir dann ungefähr so 200 Gramm Schokolade klein geschnitten. Machen wir es jetzt hier einfach rein, weil das schmilzt ja sofort, deswegen das tut uns nicht weh. Burkhard, mich würde mal interessieren, nachdem wir über politische Themen, kulinarische Themen gesprochen haben, was macht der Oberbürgermeister, wenn er wirklich mal Zeit für sich hat? Frauen, Kinder, ganz wichtig. Spazieren gehen, miteinander reden, sitzen, essen, auch mal einen Film gucken. Ich spiele gerne. Brettspiele oder was? Das kann ein Brettspiel sein, das kann Mensch ärgere dich nicht sein, das kann Elferhaus, weiß ich, ob so. Also Kartenspiel? Ja, klar, Kartenspiel. Romy. Ja, Skats. So, nachher vielleicht. Skats spiele ich natürlich mit meinen Freunden einmal so. Fantastisch. Ja. Jetzt, was ist so wichtig? Jetzt, Eigelb haben wir jetzt verrührt. Jetzt kommt die Stärke in unser Eigelb hier rein. Ah, das macht das so. Okay. Bevor wir jetzt unseren Pudding fertig anrühren, man sieht hier schön, es röstet unten an. Es verbrennt uns nicht. Es gibt die wunderschönen Röstaromen, hat man vielleicht schon ab und zu mal bei uns gesehen. Ja. So soll es sein. Damit ist jetzt das Zeichen auch dafür, dass wir jetzt unsere restlichen Flüssigkeiten und Gewürze etc. und unsere Gemüse dazugeben, bis auf die Paprika und die Bohnen. Wir pfeffern das. Dann haben wir hier unsere Tomatenstücke, die wir mit reingeben. Ja. Und Gemüsebrühe, die haben wir schon vorbereitet. Zum Auffüllen. Das ist ganz normale Gemüsebrühe mit ein bisschen Wasser? Das ist ganz normale Gemüsebrühe, die wir aus Gemüse gekocht haben. Also das sind natürlich auch viele Köche eigen und sagen, in meine Brühe kommt nur das und das, in meinen Fond kommt nur das und das. Ja. Das gibt es auch. Wir haben jetzt ganz einfache Gemüsebrühe. Für zu Hause reicht natürlich auch... Das heißt jetzt ein Kilo, ne? Oder? Das ist ungefähr ein Kilo Kartoffeln, genau. Je nachdem, wie viel der Norman weggeschält hat. Aber ungefähr ein Kilo. Boah, du. Zu unserem Pudding zurück. Ja. Gib mir mal zusammen. Ich komm mal hier zu mir, genau. So. Wie gesagt, erst am Anfang ein bisschen weniger, weil es ja so heiß ist, damit unser Ei nicht klumpt. Also weiterschlagen, ne? Oder? Genau, schön glatt rühren, damit die Klumpen nicht so viel drin sind. Ja, aber ein paar Klumpen können wir schon. Vorsichtig zurück in den Topf, weil jetzt ist es wichtig, dadurch, dass wir die Stärke drin haben, dass wir es nochmal aufkochen. Ja, wie, was machst du jetzt? Du guckst jetzt wie... Das muss blubbern. Es blubbt einmal jetzt ordentlich auf hier. Aha. Ja, blubbert. Und jetzt brennt es ganz schnell an. Jetzt brennt es auch durch die Stärke. Jetzt ganz schnell. Die Hälfte ungefähr raus. Das ist auch aus, vorbei. So. Wir können es einpacken, oder? Ist schon vorbei? Nee. Wir sind noch dabei. Wir haben alles richtig gemacht. Und die Schokolade rein. Jetzt macht der Schokolade. Ah ja, okay. Also wenn der Schokopudding jetzt nicht dunkel geworden wäre, also den hätte ich hier wirklich gefragt, was haben wir falsch gemacht. So ist es richtig. So ist wie bei Oma. Meine Oma konnte Pudding kochen. Ach toll. Mensch, vielen lieben Dank, Christian. So, und jetzt füllen wir Vanille- und Schokoladenpudding. Jetzt gehe ich einmal hier rüber, weil wir wollen ja zwei Seiten haben. Genau, das ist es ja. Ja. Boah, Christian, ich glaube, da komme ich doch noch mal auf dich zu, mit deinem Angebot, was du gesagt hast. Mit dem Geheimrezept? Nee, mit dem Zubereiten. Für zwei Personen. Ein Backblech. Nur Haut. Ja, bitte. Und man weiß, warum Haut heißt? Bei Pudding oder jetzt bei unserer Haut? Ja, bei der Haut. Christian, kennst du diesen klassischen Witz, wo die junge Ehefrau dem Mann die Erbsensuppe kocht und er sagt, als er nach Hause kommt, na Schatz, schmeckt aber nicht wie bei Mutter. Und sie gibt sich beim nächsten Mal wieder Mühe und macht die Erbsen, legt sie 24 Stunden ein und schmeckt sie ab mit Sauer Sahne. Und er sagt wieder, ach Schatz, du hast dir Mühe gegeben und es schmeckt nicht wie bei Mutter. Und am dritten Tag hat sie sie anbrennen lassen. Und sie weiß nicht, was sie machen soll. Und sie kratzt den Topf aus und versucht, das zu verlängern. Und sie versucht, alles zu vertuschen, dass es angebrannt war. Füllt ihm die Erbsensuppe in den Teller und sagt, ach Schatz, heute schmeckt es mit deinem Mutter herrlich. So ist das nämlich, was wir gewohnt sind, oder? Ja. Ja. Wir wollen natürlich unsere hungrigen Gäste draußen nicht warten lassen. Wir können es natürlich jetzt runterschalten und ganz leicht ziehen lassen. Ja. Dann wird es natürlich geschmacklich auch super, aber...
die klopfen ja mit dem Besteck schon auf den Tisch. Ja, ja, auch hier in der Scheibe habe ich schon den einen oder anderen vor Hunger schreien sehen. Das ist immer der Nachteil an der offenen Küche, ne? Die gucken immer hier rein. Komm, wir machen jetzt, komm. Dann sagen wir einfach, normalerweise ist das Rind vielleicht noch ein bisschen weicher. Nee, das Fleisch ist nicht gar. So soll es sein. So, Paprika sind mit drin. Kartoffeln sind auch, brauchen auch noch so 3, 4, 5 Minuten schätzungsweise. Die Paprika passen dann auch, weil die ziehen ja auch noch ein bisschen nach. Ja. Das Fleisch wird dann auch dementsprechend gar sein. Das heißt, unsere Bohnen geben wir so ein kurz davor noch dazu, weil die sind ja schon gar. Müssen bloß noch mit rein. Und wir würzen jetzt einfach schon mal langsam nach. Bisschen Kümmel, haben wir gesagt. Kümmel, unbedingt. Ganz wichtig. Bisschen Pfeffer. Pfeffer. Und noch ein bisschen Salz, haben wir gesagt, machen wir rein. Ja, Pfeffer kann, oder? Ich habe ja bei so großen Mengen immer ein bisschen Angst, wie viel macht man da rein, weil am Ende muss man es ja auch schmecken, oder? Du musst es immer schmecken, du musst immer wieder abschmecken. Drück mal rein, die ist kernarm, das heißt, wir brauchen jetzt nicht die Hand davor halten oder so, um die Kerne oder durch ein Sieb oder beziehungsweise durch so eine Zitronenpresse, das brauchen wir nicht, wir machen jetzt einfach hier was rein. Aber die Bohnen kommen ja auch noch. Die Bohnen kommen noch, genau. Und dann müssen wir noch mal probieren, weil die Bohnen ja auch wieder Gewürze ein bisschen aufziehen. Mhm. Na? Deswegen, das ist gut, ja? Das schmeckt schon sehr gut. Es wird. Wir probieren das Ganze nochmal, ob durch die Bohnen jetzt nochmal ein bisschen Salz braucht oder ein bisschen Schärfe, Paprika. Na gut, wenn er mich so drum bittet, dann probieren wir halt nochmal. So, und jetzt seid ihr genauso an dem Punkt wie ich, wenn ich abends hier stehe. Wir haben jetzt so oft probiert, man freut sich auf den Teller, aber man schafft den Ganzen gar nicht mehr. Ich würde es lassen, dass wir Hunger haben. Ja. Und jeder kann sich selbst noch ein bisschen Salz dann geben, wenn er will. Aber ich und da würde ich jetzt sagen, meinen Kollegen Bescheid geben, wir brauchen Salz, Pfeffer, Menagen auf dem Tisch, weil wer jetzt noch nachmachen möchte. Ja. Weil manche sagen, das ist genau richtig, manche sagen, oh, ich brauche mehr Power drin, ne? Dann kann der das nachmachen. Ja. Dann füllen wir das jetzt einfach nur noch in unseren Topf ab, den dann wir mit rausnehmen. Und dann gehen wir den Topf raus. Wir gehen mit dem Topf raus. Weil früher gab es bei Oma auch einen Topf auf dem Tisch. So, zapft mir schon mal das Bier. So. So, liebe Zuschauer, da sitze ich wieder als Beikoch neben dem Stadtoberhaupt und dem Küchenchef. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich ganz wohl in der Rolle. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Burkhard. Es war toll, dass du bei uns warst. Man sieht auch, es schmeckt allen schon hervorragend. Danke für deinen Besuch. Sehr, sehr gerne, aber ich habe gar keine Lust, jetzt weiter zu reden. Ich möchte essen. Ja, ich merke schon. Christian, aber mit dir muss ich noch kurz reden, denn es gibt natürlich auch wieder die Möglichkeit, das Gericht bei euch hier zum Türken-Louis selber zu essen. Man muss sich nur ein bisschen beeilen und auch vorreservieren, oder? Es wird empfohlen, vorher zu reservieren, ja. Und wir holen Sie auch gerne ab mit unserem Shuttle-Service Leipzig-Markkleeberg-Bonner. Bringen Sie wieder heim. Weitere Infos gibt es einfach im Link, den wir einblenden. Liebe Zuschauer, einen Nachtisch wird es noch geben. Kleine Überraschung, die wir jetzt verkünden wollen. Einer meiner Lieblingsnachtische. Schokoladen- und Vanillepudding. Selbst gemacht, nicht aus dem Tütchen. Gut? Der eine oder andere ist vielleicht schon satt. Wir haben auf jeden Fall noch Hunger, Burkhard. Dreimal dürfen Sie raten, liebe Zuschauer, wer den Pudding jetzt hinten noch herholen darf. Ich muss mich beeilen und dann geht's hinten ab, den Pudding holen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.